Herzlich willkommen zu meinem neuen Orchideen-Video. Orchideen sind ja wunderschöne, ausdauernde, exotische Blüher. Und man kann, wenn man eine Orchidee, so wie man sie, naja, wie man sie sich kauft, ist die ja eigentlich auch schon schön, aber es geht noch viel schöner. Und genau das möchte ich in meinem heutigen Video zeigen, wie du deine Orchidee richtig schön dekorieren kannst für zu Hause oder zum Verschenken natürlich auch. Und es gibt verschiedene Varianten, wie man die sehr hübsch dekorieren kann. Entweder ist es immer sehr schön, wenn man ein höheres Gefäß nimmt für die Orchidee, weil mein Spruch ist immer, Höhe macht wertig. Und man sieht ja auch, wie erhaben und wie edel diese Orchidee in einem hohen Gefäß ist. Man muss natürlich ein bisschen füllen, dann nimmt man entweder Blähton, oder man nimmt einfach Folie und stopft die da rein. Und man sieht hier auch an dieser wunderschönen, das ist ein echtes Prachtexemplar, das ist ein Vierstieler. Man sieht also auch, wie edel die aussieht. Und hier habe ich diese Gummis gelöst und habe nur einen schönen Bast genommen und habe diese Orchidee an den Stäben mit dem Bast fixiert. Ich habe sonst eigentlich gar nicht viel gemacht. Das ist relativ schlicht dekoriert, aber ein schönes Gefäß, ein hochwertiges, macht natürlich schon unglaublich viel aus. Und man sieht auch diese, wie schön es ist, wenn zwei gleiche Gefäße da sind und zweierlei Orchideen. Das ist auch immer sehr, sehr wertig. Ich finde auch immer ich liebe dieses Gras, das ist eine Bocanea mit diesen schönen kleinen Zwiebeln. Das ist ein sehr ausdauernd, nicht blühendes, ich sage ein sehr, sehr robustes Gras, braucht wenig Wasser und das gefällt mir auch immer unglaublich gut gruppiert mit Orchideen, weil das diese, es ist ja immer wenig Leben an den Stielen. Hier sieht man auch, und wenn man eine Bocanea dazu pflanzt, ja, in einem größeren Gefäß, ist das immer ein sehr, sehr ansprechendes Arrangement. Und dann gibt es noch eine andere Variante. Ich bin ja so ein Fan von Natur und Zweigen. Und jetzt hat es mal wieder schön gestürmt. Und es gab wieder viel Zweige und so kleine natürliche Zweige. Und die habe ich einfach gewickelt und habe die unten um das Gefäß rumgewickelt. Und habe mit grünen Stäben die Orchidee dekoriert, statt diesen schwarzen Stäben, die sonst drin sind. Und auch hier wieder einen farblich passenden Bast verwendet. Und das ist jetzt auch zum Schenken, würde die richtig, richtig toll aussehen. Aber heute, das heutige Thema, das ist nicht die Orchidee im Glas. Das ist nochmal ein anderes Thema. Das war jetzt eigentlich alles nur die Intro. Mein heutiges Thema ist die Orchidee im Korb. Weil ich finde, das Auge braucht ja ein bisschen Abwechslung und ich fand es jetzt einfach schön, auch eine Orchidee mal in einem Korb zu dekorieren. Und hier komme ich auch dazu mit der Bocanea, dass das so schön ist. Und wie ich das genau gemacht habe, das erkläre ich jetzt nochmal Schritt für Schritt. Es gibt hier also sehr schöne, sehr robuste Flechtkörbchen. Ich liebe diese Körbchen und wichtig ist auch, dass der Korb eine Folie drin hat. Und dass er auch nicht so groß ist, damit die Orchidee gut drin steht. Dann nehme ich meine Orchidee, die Pflegeanleitung, die mache ich jetzt mal raus. Weil im Grunde genommen weiß eigentlich jeder, dass die Orchidee nicht gerne im Wasser stehen will, wenig Wasser braucht. Entweder man taucht sie einmal die Woche oder man gießt ganz wenig, aber die Orchidee will nie ganz im Wasser stehen. Deswegen ja auch diese Töpfe, die hier in der Mitte diesen Hohlraum haben. Und die Wurzeln sollen also nicht permanent im Wasser sein. In der Natur, in der Urform der Orchidee, da ernährt die sich ja eh auch sehr von der Luftfeuchtigkeit, die wir natürlich hier nicht haben. Jetzt wackelt die so ein bisschen in dem Körbchen und deswegen habe ich einfach ein bisschen Noppenfolie mit vorbereitet. Ich mache diese Noppenfolie um den Topf rum, dass ich nur so ein bisschen was zum Polstern habe und die Orchidee fixieren kann. So, und dann steht die schon mal schön in dem Körbchen drin. Ich finde, die ist auch sehr, sehr schön, weil die sich so schön fächert und ich finde diese Knospen
Die hier alle, diese ganze Anlage an Knospen, das ist traumhaft, wie schön es gemacht ist. Was ich überhaupt nicht leiden kann, sind diese typischen Gummis, mit denen die Orchideen immer an den Stäben fixiert sind. Und das ist eigentlich das, was ich als erstes, was ich eigentlich immer wegmache. Und ich liebe Natur, folglich natürlich auch Naturbast. Und verbinde einfach die Stäbe, die Orchidee als Fixierung natürlich braucht, verbinde die einfach mit einem Bast. Und dann ist das optisch auch, ich mag auch den hellen Bast, dann ist es natürlich optisch auch ein bisschen aufgehellt. Und das finde ich schon sehr, sehr ansprechend. Hier oben muss man mal vorsichtiger sein, wenn man in den Blüten oder zwischen den Blüten arbeitet. Nicht, dass man da was verletzt. Das wäre natürlich ein Jammer. Und wenn so eine Orchidee jemals ein bisschen schlapp sein sollte, dann wird es natürlich auch helfen, wenn man den Topf mal in lauwarmes Wasser stellt und gut abtropfen lässt, weil dann kann es auch sein, dass sie sich wieder stellt. Ansonsten wollen die natürlich nicht zu viel Wasser. Auch hier gilt wieder regelmäßig und mäßiges Gießen und auf keinen Fall zu viel. Das ist übrigens bei ganz vielen Zimmerpflanzen. Die Leute denken immer, wenn die Pflanze mal ein bisschen schlapp ist, dann denken die, ich gieße die und die richtet sich wieder auf. Aber mit Wässern, also wirklich ganz, ganz oft, wenn uns Kunden Bilder zeigen, dann ist es tatsächlich so, dass die Pflanzen einfach zu viel Wasser bekommen haben. Und regelmäßig und wenig Wasser geben ist dann doch das, was am meisten hilft. Und nicht wässern und einmal ertränken, das ist eigentlich der gängigste Fehler. Und im Gegensatz zu den Pflanzen, die draußen stehen, am Balkon und draußen, da wollen die Pflanzen natürlich vor allem bei dem Wetter jetzt, es gibt Wind, es gibt Sonne, und da wollen die Pflanzen auch viel Wasser. Da ist natürlich auch mal wichtig, dass es abfließen kann, der Überschuss. Aber bei den Zimmerpflanzen, da ist wirklich ein ganz häufiger Fehler, dass einfach viel zu viel gegossen wird. So, das finde ich jetzt schon sehr schön. Ich suche mir jetzt noch einen kleinen, schönen Hohlraum, weil mit einem kleinen Trick, das muss man jetzt ein bisschen, muss man vorsichtig sein. Also ich nehme ein bisschen was von dem Substrat raus in dem Topf. Und was ich jetzt mache ist, ich klaue mir aus dem Topf von der Bocanea eine Zwiebel. Die ist sehr robust, die kann auch mit wenig Erde, die kann auch mit wenig Wasser, kann die ganz gut leben, die Bocanea. Ich brauche da nur so ein bisschen Platz in dem Orchideentopf, den ich mir jetzt doch schaffen muss. So, und dann kommt von der Bocanea eine Zwiebel in diesen Orchideentopf. Ich mache wenig Erde dazu. Und da diese Bocanea auch eine Pflanze ist, die mäßig gewässert werden muss, funktioniert das Gott sei Dank hervorragend. Das habe ich schon öfters probiert und mir gefällt auch dieses Arrangement, diese Kombination. Moment, ich muss mal kurz meine Hände wieder sauber machen. So. Diese Kombination finde ich sehr, sehr ansprechend. Ich kann allerdings gestalterisch nochmal was Schönes dazu nehmen. Und zwar, ich bin ja auch so ein Naturfreak. Es hat wieder viel gestürmt. Es sind wieder Zweige von den Bäumen gekommen. Und ich bin eigentlich nie unterwegs, ohne auf Jagd zu gehen. Und ich liebe Zweige und Natur in den Arrangements. Und ich finde auch, gerade in dieser Gestaltung machen die Zweige auch mehr aus dieser Orchidee im Korb. Das ist also jetzt schon ein Riesenunterschied zu der Orchidee, die ich einfach nur in der Hand gehalten habe, die ja jetzt undekoriert war. Das Einzige, was mich jetzt noch stört, aber ich bin auch sehr kritisch, was mich noch stört, ist, wenn ich hier reingucke und ich sehe jetzt diese Folie und ich sehe den Topf,
Und auch da habe ich was Schönes vorbereitet. Das ist Tilantienmoos, was ich mitgebracht habe. Das ist so ein Naturmoos. Und ich nehme nicht viel. Das ist wirklich nicht mal eine Handvoll. Und das schön arrangiert und schön verteilt über diesen Topf. Ja, nur für den Topfrand. Ist perfekt. Ich kann die Orchidee genauso rausnehmen zum Wässern. Man sieht hier, ja, die lässt sich rausnehmen, lässt sich auch tauchen und die kann man wieder reinstellen in diesen Korb. Aber ja, dieses Arrangement ist jetzt doch sehr, sehr ansprechend und ich denke, ein sehr, sehr gelungen und sehr, sehr stimmig, ein sehr stimmungsvolles Arrangement. Genauso wie die erste, die ich ja dekoriert hatte. Ich muss sagen, die vom Video, die ist jetzt natürlich noch prächtiger, weil die einfach diese tollen, tollen Knospen hat und weil die sich so wunderschön wirft. Aber das war meine heutige Idee zu einer wunderschönen Orchideendekoration und ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich schreibe dir noch mal, wo du auch schöne Körbe bekommst bei Floristik 24, kannst du die bestellen. Geht auch in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Wird also überall dort auch versendet und sind tolle Artikel. Und du bekommst mit dem Rabattcode Margit einen Fanrabatt von 10%. Also es lohnt sich dort auch ein bisschen rumzustöbern und zu schauen, gibt es auch einen schönen Bast in tollen Farben. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Dekorieren deiner tollen Orchideen und freue mich über Kommentare, Likes, Anregungen und vor allem vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du immer an meine Videos erinnert wirst und keine neue Idee verpasst. Also dann alles Liebe und bis bald von deiner Margit. Tschüss!